Der war gleich auch gut gegen Fee. I don't know. Sieht nicht mehr ganz so frisch aus, Junge. Oh no, er hat den Chaos Emerald. But there's still time for you to change your mind. Join me. Starnes gegen Fee, deswegen. Let us teach this world a lesson and rewrite the future. Don't try to deceive me. What? You have no desire for revenge. You only crave destruction. Your only lust is to fuel Iblis until there is nothing left of time itself. Ist die Sprache eigentlich so leise gehört? War die schon immer so leise? Shadow the Hedgehog. Truly a shame that you wish to go against me. Oh no. Ich darf aber bitte als Shadow fighten, oder? Das ist auch kein Bock, mich 100 Mal zu wiederholen. Ey, muss mich da konzentrieren, damit ich das Level schaffe. I'm sorry. Ich wollte hier nicht wieder ewig hängen, alle Leben verlieren und 20 Mal durch müssen. Bitte als Rouge. Ja. Nee, Rouge war ja noch schlimmer. Alle anderen Nachrichten lesen kannst du. Ich habe doch alles vorgelesen, was ich gesehen habe. Was habe ich denn überlesen? Da. Wieso gibst du mir den Tipp mit dem nicht auswechseln jetzt und nicht im Fight? Ja, weil du schon gewechselt hattest. Ich dachte auch nicht, dass du nach einem Mal schon sagst, ich habe keinen Bock mehr. Ich wollte dich erstmal selber machen lassen. Nee, okay. Die Viecher irgendwie aufhalten, die da in die Bodensuppe springen. Das ist frech, warum hat er ein Schild? Ertrink in Finsternis. Nö. Oh. Good job. Nimm doch die Ringe wieder. Nein, Boss nicht berühren. Die Hände erst hauen? Das Gesicht hauen? Nein. Ringe. Hier, was mache ich gegen den? Oder gegen die? Das sind drei. Bist du kleiner? Nee, das ist noch nicht ganz da. Die können sich aber auch gegenseitig nicht schaden. Also ich kann nicht einen baiten, dass er den Laser in seinen Buddy schießt. Ungünstig. Okay, ich dachte, da kommt irgendwie eine Schockwelle oder so. Ah. Kann man doch steuern, dann ist er wieder richtig gut. Was habe ich da berührt überhaupt? Weiß nicht, was ich hier tue. Na, warte mal. Ich hab diesen Ding da. Irgendwas getan haben, oder?
Hände? Nee. Oh. Was ist mein Ring? Da. Gut. Oh, jetzt sind wir wieder zu dritt. Jetzt zweimal ins Gesicht haut. Und ich hab die ja nicht gekillt. Weil er hat keinen Schaden bekommen. Ding. Es gab keine wirkliche Animation, dass das Erfolg gehabt hätte. Die haben so kurz gezuckt, aber. Die machen das hier. Weil er verliert keine HP oder sonst was. War das jetzt gut oder schlecht? Ich bin mir nicht sicher. Er verliert halt keine HP oder sonst was. Oh, scheiße. Da passiert halt nichts. Deswegen. So, alle drei down und nun? Und noch ein neuer. Ich gehe mal in den Modus jetzt. Oh. Wer hat einfach straight meine Ringe genommen? Ja, warte mal. Das war richtig viel Schaden. Er spawnt und nimmt mir meine Ringe. Was ist er denn? Jetzt darf ich mal mehrere Treffer machen. Na, oh Mann. Ich habe keine Energie mehr für diesen Modus, ne? So, jetzt kann ich nämlich keinen Schaden mehr machen. Super. Toll. Das ist ein dummer Kampf. Er gibt viel zu wenig Feedback. Was wichtig ist und was nicht. Indem du dich schlägst. So. Ja, wir müssen jetzt erstmal wieder die anderen Monster machen. Oh Gott. Das soll man wahrscheinlich auch two-cyclen oder so, aber. Ach Mann. Ah, das sind ganz schön viele jetzt. Oh Gott. Ach. Ach Mann! Ein Scheiße. Ich den noch? Wow, ein Hit hat da gefehlt. Weg von der Mitte. Der spawnt da gleich wieder. Aber, also. Ich muss den Modus erst wieder aktivieren.
super. Oh. Ich kann den anderen nicht ins Target nehmen. Super. Ja, das geht einfach nicht. Ja. Ja, die spawnen auch nie nach. Ach, so eine Scheiße. Ja, meine Energie ist flöten. Ich darf es nochmal von vorne, ey. Ist das dumm? Oh, den gleichen Scheiß nochmal. Ja, für nix. Weil er einfach... Weil ich keinen Gegner wirklich treffe, kann ich nicht den Doppelsprung machen. Alter. Ah, ich möchte den Entwickler ertränken. Ist mir egal in was. Wasser, Speisequark, Sperma. I don't know. Hauptsache, das war das letzte Spiel, das der je gemacht hat. Beschissenes Drecksgame. Quark. Ey, Magerquark ist actually super lecker. Ach, du bist schon fertig. Du bist schon wieder hochgegangen, natürlich. Ah, du bist damit fertig. Ja, ja, ja. Ah ja, wir wollen ja nicht treffen. Nee. Ah, mhm. Wer denn mal? Ein griechischer Joghurt. Ja. Oh, lecker. True. Er trifft nicht. Wozu Homing? Wenn du nicht triffst. Ja, wow. Aber wenn ich sie nicht sehe, out of frame, dann klappt's. Da! Er fällt! Er fällt runter! Und ab dann kann ich nichts machen. Bei den anderen springt er automatisch nach oben nach dem Treffer. Jetzt fällt er einfach. Ich kann das nicht steuern. Das ist so dumm. Ich kann einfach nichts dagegen tun. Warum kann ich ihn nicht mal ins Target nehmen? Weil es kein Aiming-System gibt. Das ist so dumm. Oh, und die Energie ist durch. Ja, keine Ahnung, was soll ich machen? Oh, es ist dumm und unnötig. Es ist einfach nur Kacke. Hä? Wie weiß ich, dann lass mich hier Charakter switchen. Vielleicht ist das Game nicht für Casual Sonic-Spieler. Es gibt keine Casual Sonic-Spieler, weil es eine scheiß Sonic-Spieler gibt. Weil Sonic nie gut ist. Außer als Visual Novel, aber das ist halt auch kein Sonic-Spiel. Hey, da seid ihr wieder alle. Wuhu. Ah, oh, den einsammeln den Ring. So, du warst der Erste. Dann geh ich als Erster runter. Wow.
Ich habe ja die ganze Zeit reingebuttert. Wieso habe ich nicht einmal getroffen anscheinend? Na, hallo. Dass halt das ganze Spiel selbstständig zielsuchend ist und du nicht einmal irgendwie was beeinflussen kannst. Das ist so dumm. So dumm und scheiße. Wirklich, es reicht nicht mal. Hab alle gemacht, aber wir müssen nochmal. Super. Das ist gut. Oh, gib mir deine Energie. Ah, 70% Spiel, 15% Controller, 15% Dave, was? Liegt es an Dave, Sonic oder dem Quanten-Controller? Hey, das ist ein ganz normaler PS3-Controller. Das ist sogar der originale, den ich damals zu meiner PS3 bekommen habe. Ja. Ja, I don't know. Spiel, ich brauch einen Ring. Wo sind die Ringe denn hier? Ja, schön. Toll. Das ist so dumm. Ja, schön. Und vorbei. Kann ich kurz zur Tanke mir Snacks holen? Bevor Ende vom Kampf, das Ende vom Kampf sehen können. Es wird kein Ende vom Kampf geben. Weil ich nicht weiß, wie ich den besiegen soll, weil ich da nicht hochkomme zu ihm. Das ist ein einziger Hit. Es funktioniert nicht. Ah, Neustart und Phase 1 killen. Ja. Ja, langweilig. Nacheinander langspringen über den anderen Gegnern. Das versuche ich die ganze Zeit. Das lässt mich das Spiel ja nicht machen. Das ist ja das, worüber ich mich aufreg. Weil er einfach fällt, statt neu zu springen. Hallo. Hier funktioniert das ja größtenteils. Ich drück schon die ganze Zeit auf 1. Nichts passiert. So, hier, zack. Er fällt. Da! Ich kann nicht weiterspringen. Okay. Jedes Mal, wenn ich diesen springen und dann auf den nächsten, dann macht er kurz einen Satz nach oben. Aber er fällt jedes Mal einfach straight runter, wenn er einen von diesen Shadows, von diesen Schattenklonen da berührt. Von daher, ich komme nicht hoch. Oder an den Modus, den er vorher anmacht. Den Modus muss ich anmachen, sonst komm ich gar nicht zu ihm, sonst mache ich die anderen einfach infinite. Ah, toll, hat mir noch getroffen, super. Mega cool. Da! Beim ersten Mal hat es gerade geklappt. Beim zweiten Mal nicht mehr. Ich drücke einfach nur X wie jedes Mal. Meine Energie ist Asses. Schlag mal zwischen den Sprüngen. Musst du sowieso machen. Weil das Timing ist. Du weißt nicht, wann das Timing ist. Dadurch, dass die Frames nicht konstant sind. Im Endeffekt spammst du die ganze Zeit X, um das zu machen, diese Sprünge.
Er kann gerne den Controller nächstes Mal hinhalten. Ich hab die ganze Zeit so. Herr Raven. So, hier. Mal gucken. Ach, das Band in mir ist schlecht. Na komm. Oh, geile Framerate. Da, XXX. Ah, mh. Gegner ist da, aber noch keine Hitbox. Super. Ja, wunderbar. Den können wir denn mal angreifen? Hallo, da, den da. Da, zack, zack, zack. Ich muss ja X spammen. Ach, Mann. Ja. Denk, ich spiele die ganze Zeit so. Ja. Von daher, was angreifen zwischendrin? Mach ich. Ah, der Hitbox ist auch so vernarrt. Hallo! Ach, keinen Schaden. Good game. Next game. Komm. Warum? Ich stand so. Wo ist denn der Ring hin? Oh, ja, cool. Der Ring ist einfach gone. Pff. Ring aufgesammelt und sofort wieder gone. Super. Ja, den Ring hat es einfach deleted. Schön, dass ich mein Stuff nicht mal aufsammeln darf. Gute Sonic-Mechanik. Ja. Ringe nicht mehr aufsammeln dürfen. Richtig gut. Das lädt sich gar nicht weiter auf. Was sind denn die anderen beiden Balken da? Weil ich mache immer nur die T1-Kacke da. Da. Ich möchte aber mal die anderen Modi machen. Da, jetzt habe ich die anderen Modi. Ich bin daneben, springe in die Richtung, aber ja, fokus das Ding nicht. Ja, dann ist es jetzt schon wieder gelaufen. Er fällt einfach straight runter. Ich kann ihn halt auch so nicht angreifen jetzt. Ja, neu starten, bringt nichts. Es ist halt. Und hör auf die Ringe einzusagen. Das ist so. Das ist halt komplett broken, der Fight. Du hast doch nochmal Banjo-Kazooie. Alter, ey. Möchte wirklich, dass der Entwickler. Weiß ich nicht. Wenn noch irgendwo in irgendeinem Land Kreuzigungen vollführt werden, der Entwickler bitte. Als allererstes. Hinschlagen ans Kreuz. Oder einfach nur hungern lassen, ja? Und wenn er irgendwie nach Essen bettelt, muss er Sonic-Kuscheltiere fressen. Das ist alles, was er kriegt. Ich hätte die Kamera nicht mehr ändern können. Danke. Ich bin so sauer. Das ist so eine Wurz. Halt's Maul! Alter, wusch, krieg die Fresse. Mein Gesicht sieht auch nicht gut aus. Ja. Alter, Bappen. Schau mal wieder auf die Zeit. Ja. Und weg. Es ist. Yo, freaking kidding! Er ist weg. Gut. Hä, was hat das bitte für.
Spiel wird immer behinderter. Ah, es ist... Das kann kein Quality-Testing gehabt haben. Ein Quality-Assurance, das Spiel. Und wenn, müssen das einfach 15 Generationen an Inzest gewesen sein, die Menschen. Ich hab A gedrückt, also hat X gedrückt. Meine Fresse. Es laggt so Hölle gerade. Mein Gott. Der spielt lieber was anderes, macht keinen Spaß, nicht so maximal Piste sind. Ich spiele das Spiel durch, das ist mir egal. Ich hab dann angefangen, ich mach das jetzt fertig. Fokus den Kopf! Ich sag ja, dass man nicht mal irgendwie ein Target-System hat. Und einfach sogar weggeht währenddessen. Oh mein Gott! Hä? Woher? Was? Du hast kein Trefferfeedback. Jetzt habe ich anscheinend getroffen. Vorhin bin ich auch an seinem Gesicht gehangen und habe mehrmals geschlagen und es hat nichts getroffen angeblich. Also ich habe meine Energie hier voll. Ja. Oh, Kamera, ey. Lass mal runter. Oh, wow. Mann. Wo ist er denn da? So, jetzt mache ich mal nicht weiter. Ich hoffe einfach, dass die Phase sich jetzt einfach nur wiederholt. Wenn ich sie angehe. Nee. Ich bin einfach nur ein Sturkopf. Ist mir egal, wie sehr mich was aufregt. Ich mache das weiter. Und wenn ich dann... irgendwas kaputt macht. Es war schon so oft, dass ich mich einfach so aufgeregt habe, dass ich irgendwas zerschlagen habe. Ich bin nämlich dann dumm genug, dass ich meine schlechte Laune einfach immer weiter steige, weil ich nicht aufhöre. Ja, lang, das ist okay. Es passiert sowieso nichts in der Phase. Ja, danke. Die Frames. Nein. Mama. Why? Woher soll ich wissen, dass ich nicht treffe gerade, ja? Überhaupt kein Feedback in irgendeiner Form. Das ist so schäbig. Ja, hab ich gesehen. Ja, mhm.
machst du? Oh, mir fehlt so eine kleine... Ich hab da noch scheiß Energiefitzelchen. Mein Gott, ey. Nein. Nein. Hä? Und er ist weg. Oh mein Gott. Und er dann ist weg. Was gibt mir deine Energie? Na, er macht die den Scheiß auch schon wieder. Ja. Ah nein. Schaden gemacht. Was jetzt? Oh Mann! Ich kann ihm nicht mal hinterher gucken! Er macht trotzdem das zum Abschluss. Jetzt ging's! Ah, ich hasse dieses Spiel so sehr. Was eine Dreckscheiße. Gott, ich will zum Gesicht von dem Entwickler Trampolin springen, bitte. Ich hasse diesen Menschen so sehr. Ah. Was ist denn los mit den Leuten? Yes. Die Fresse, yes. Ein dummer Dreckskampf, ey. Ah. Und weiter geht's, juhu. Egal. Weg damit, los. So, wenn der Boss kommt aus Benjo nach. Nintendo kann sich ficken gehen. Verschissene Drecksfirma bringt einen Emulator raus, der so einen scheiß Bullshit macht, dass Inputs gemacht kommen, die nicht mal gehen sollten. Das war der Endfight von der Shadow-Kampagne. Da war er langweilig, actually. Er war nur schwer, weil die Controls kaputt sind. Da stand irgendwas freigeschaltet. Ich hab gerade alles weggeklickt. Wirklich jeder scheiß Hobbyprogrammierer kann besser den Emulator programmieren als Nintendo. Und das Geile ist, für die NES und SNES Mini haben sie sich selber, weil sie die Originalraums nicht mehr haben, aus dem Internet irgendwo runtergeladen und danach die Seiten verklagt. Hier Nintendo. Im Endeffekt solltest du Sony und Nintendo beide boykottieren und wirklich nur noch Xbox kaufen. Ganz ehrlich. Die machen auch Scheiße, aber weniger als die Japaner zusammen, ey. Komm jetzt. Oh. Oh mein, noch ein Bossfight. Warum machst du denn jetzt den Boden kaputt? Oh nein, nicht wieder so ein blödes Plattform-Ding, wo ich gucken muss, welche Plattform noch da ist. Ach nee. Was passiert hier gerade? Mir hat einer schon gereicht. Oh. Komm, zieh dir deinen Crystal aus dem Arsch und look, go. Chaos Control oder was auch immer. So you say, it's futile. The world will betray you. Why fight it all? Why risk your life for those who will persecute you later? If the world chooses to become my enemy, I will fight like I always have. Oh, er ist so ein Goku. Er hat die schweren, die Gewichte, die Trainingsgewichte abgelegt. Okay, warte. Was? Ja, ja. Nein. Oh, nein, Moment. Das war's doch. Ah! Kackspiel! Ich habe erst zwei Drittel geschafft. Es fehlt noch eine Story.
Aber Silver hat sich beschissen gespielt. Wir gucken uns Silver aber an. Er hat einfach halt gerade Shadow gesungen, ist das Shadow-Theme. Oh Gott. Was passiert hier gerade im Chat? So, warte mal. Kommt mal alle ein bisschen runter. Ihr sagt, ihr schaukelt euch anscheinend gerade alle gegenseitig hoch. Oh Gott. Oh. Ich habe es auf das Spiel gucken müssen, deswegen nur die Hälfte gelesen. Oh, Leute fühlen sich auf den Schlips getreten, das finde ich nicht okay, deswegen mach's aber mal halblang. Dev glaubt, das Spiel lässt ihn so einfach davonkommen. Ja, ich kann aber noch auf der PS3 auf Eject drücken und die Disc brechen. Dann sehen wir ja, wer gewonnen hat. Ganz ruhig, sag ich. Hört mal auf, euch zu rechtfertigen, Thema erledigt und was auch immer ihr da redet. Kein Bock, dass ihr da jetzt gerade schlechte Stimmung in meinem Chat verbreitet. Muss nicht sein. Kommt mal runter. Die einzige, der schlechte Stimmung haben darf, bin ich, weil ich Sonic 06 spiele. Da, Sheng Feifei, du besonders. Du warst bestimmt kacke in deinem Job. Keine Ahnung, was du gemacht hast, aber du bist scheiße. Sheng Feifei. Also ich bin happy, wenn man irgendwer hier. Quakes auch für dich, aus jetzt. Keine Diskussion mehr. Sonst sage ich jetzt gleich Timeout. Stardew Valley ist kacke. Stardew Valley ist langsam und stressig gleichzeitig. Weil es passiert im Endeffekt nichts, aber trotzdem musst du dauernd alles Mögliche anbauen und hast puren Stress. Das ist schlimmer als auf wirkliche Arbeit gehen, sowas. Diese Farming Games. Diese Farming Games sind absolut furchtbar. Weil du immer Zeit hast, oh, ganz viel anbauen, oh, erkunden, oh, noch irgendwelche Leute maten. Das ist einfach nur Stress. Alles, jedes Spiel, das Zeitdruck hat, das was in einer bestimmten Zeit, das oder so, ja eben im Ingame-Tage hat, die keine Matter. Minecraft zum Beispiel ist scheißegal, ob Tag oder Nacht, du kannst immer deine Stuff bauen, kannst immer farmen, gut, nachts sind halt die Monster da, kannst aber die Nacht eben skippen, etc., das ist was anderes. Aber im Stadio hast du halt, oh, ich soll aufstehen, zack, B, zack, 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 ernten, zack, 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 verkaufen, alles nur Stress, nee. Finde ich scheiße. Ich will nicht, dass mir ein Spiel Stress macht. Wenn ich Stress haben will, dann mache ich die Rechnungen auf, die rumliegen. Oder telefoniere mit irgendwelchen Ämtern. Da habe ich Stress. Ich möchte bitte meinen VIP zurück. Aber dann hast du dein Künstler-Badge nicht mehr. Willst du lieber VIP statt Künstler-Badge haben? Ich kann das machen. Du bist für beides berechtigt. Als Emote-Artist und in den Top 10. Trink mal, was du labert hast, redest dir den Mund fusselig. Ich stream hier. Natürlich rede ich mir den Mund fusselig, bis ich ausmache. Der sich selbst anmordet. Oh! Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das hat mir gar nicht aufgefallen. FVP und Mod gehen nicht. Ah. Ja, wenn du nicht willst, dann willst du nicht. Ach Gott. Da muss ich ja mehr selber machen wieder. Vielleicht kündigt die einfach. Gar nicht auffällig, wenn das Schwertdruck ist. Mir fällt das nicht auf. Mir ist das so egal. Was da für ein Badge vor irgendjemandem Namen steht. Komplett egal. Mir ist das nie aufgefallen, bis ihr das gerade gesagt habt. Haben wir es jetzt? Sega Corporation Japan. Ja, er hätte da mal ein paar Leute eingestellt, die was drauf hatten. Nicht die dann im Spiel saßen, Sega, ja? Vielleicht würde er dann noch Konsolen heute machen, ha? Huh? Was war eigentlich der Grund, warum Sega den Console Wars damals verloren hat? Also komplett abgekracht ist. Weil die Dreamcast war doch actually gut eigentlich technisch. War die wie die PS3 so absolut Hölle zu programmieren? Ich finde super, dass Rouge und Omega, die extrem viel geholfen haben im Kampf. Oh ja, die. Boah, waren die super, dass die da waren. Das war. Oh. Ah ja, die waren richtig gut. Und dann gehe ich jetzt mit den Pony spielen.
ist wahrscheinlich eher was für mich. Hä? Du hast doch noch Ding. Hast du nicht noch ein Paw Patrol Game? Wo die eigentlich cool waren. Das hat ja wirklich Spaß gemacht. Chad Ginsburg. Ein richtiger Chatter-Typ. Ja. John Belcher. Kevin Frayn. Hm. Haben wir jetzt. 4Kids war hier mit dabei. Okay, wurde das gespielt. Da, 4Kids. 4Kids war an dem Spiel mitbeteiligt. Das erklärt so vieles. Ja, die waren doch für die Voice-Dinger da, aber trotzdem. Alles, was mit 4Kids zu tun hat, kacke. Also, und wenn ihr nicht wisst, was 4Kids ist. 4Kids haben die ganzen Anime und Cartoons in den USA gemacht und verunstaltet, sowohl in Grafik als auch in Audio. Und deren Vorlage war nicht selten die Vorlage für die deutschen Versionen. Also Zensur ist schon gar kein Begriff mehr. Das ist wirklich Verstümmelung des Originalwerks, was 4Kids generell gemacht hat. Leider nicht, Paw Patrol hat keine Keys mehr. Nein, aber war da nicht noch eins im Game Pass? Das meine ich. Ich glaube, 4Kids, wegen den Cartoons und Synchronsprechern. Ja, ich will über 4Kids meckern. Wenn ihr nicht wisst, was ich meine und generell Anime interessiert seid, es gibt genug Videos auf YouTube, die euch anhand mehrerer Beispiele einfach zeigen, was 4Kids sich so geleistet hat mit in ihren Augen kindgerechte Zensur. Aber es ist halt legit einfach nur Verstümmelung und in keinster Weise das Originalmaterial wertschätzen. Da kamen zum Beispiel solche Sachen raus wie in Pokémon ist ein Onigiri, sind diese dreieckigen Reisbällchen. Dreieckige Reisbällchen. Bällchen impliziert eigentlich rund, aber ist egal, ihr wisst, was ich meine. Den Berg runtergewollt. Ash möchte es fangen. Was hat man in der amerikanischen Version gemacht? Es rausgeschnitten und durch ein Sandwich, also ein belegtes, langes Baguette ersetzt. Mit der Begründung, die Kinder im Westen wissen ja nicht, was ein Reisbällchen ist. Das kann man ihnen nicht zumuten, das ist ein Kulturschock für die Kinder, wir müssen das ändern. Und das ist noch das Einfache, was 4Kids gemacht hat. Die haben straight einfach gesagt, die Kinder bei uns sind ja alle blöd. Die sind blöd wie Scheiße, also müssen wir das ändern. Ja, und das Problem ist, ganz viele dieser Sachen kamen ja auch so zu uns. Ich weiß nicht, wie im Deutschen die Szene mit dem Reisbällchen und dem Sandwich war, aber... Oder wenn da mal so Onigiri hochgehalten wurden, dann waren es Jelly-Filled Donuts, also mit Marmelade gefüllte Donuts. Was? Kannst du nicht einfach sagen, Reisbällchen? Seid ihr dumm, Amerika? Also ja, sind sie, aber... Das ist 4Kids. Das war das, was 4Kids mit Anime gemacht hat. Zum Beispiel Sanji in One Piece raucht, ja. Er hat einfach einen Lolli bekommen. Es wurden ganze Arcs rausgestrichen und Folgen auf teilweise die Hälfte der Zeit runtergekürzt, weil Sachen rausgeschnitten wurden, die... Das kann man den Kindern nicht zeigen. Was halt die Story komplett ruiniert hat, actually. Also wichtige Story-Sachen wurden rausgeschnitten, weil das kann man Kindern nicht zeigen. Die sind zu blöd für, oder wir das Waffenland finden, sich gegenseitig aufs Maul hauen, ist nicht gut für Kinder. Jop.